Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ja, in meinem letzten Video habe ich Ihnen alles berichtet über die praktische Prüfung in der Pflegeausbildung und einmal die schriftliche Prüfung in der Pflegeausbildung. Bleibt also nur noch übrig die mündliche Prüfung in der Pflegeausbildung. Das wird heute Inhalt in meinem Video sein. Bevor ich dahin komme, möchte ich zunächst einmal kurz erklären, wo ich die Plakate her habe. Da in meinem Kommentar unten oftmals die Frage war, wo hast du das Material her, wo bekomme ich die Plakate? Und da habe ich Ihnen im Bereich der schriftlichen Prüfung zu den Kompetenzbereichen der Pflegeausbildung zwei Plakate im Hintergrund kurz präsentiert. Das große Plakat ist einmal vom Pflege heute, Elsevier Verlag, und da kann man das wunderbar über Elsevier Verlag denn auch entsprechend bestellen. Das andere, kleinere, das war so ein Kreismodell, ist von iCare, Thieme Verlag, und hier kann man das auch über den Thieme Verlag letztendlich bestellen. Ja, es ist Geschmackssache, welche Bücher man nutzt und welches Material man nutzt, eben halt für die generalistische Pflegeausbildung. Wir sind da relativ breit aufgestellt. Wir nutzen nicht nur einen Verlag, sondern auch mehrere. Was wir jetzt auch primär haben, ist eben halt einen virtuellen Zugang zu diversen Büchern. Und da nutzen wir Clinical Key. Aber es ist halt, wie gesagt, Geschmackssache und eben halt schulintern sehr unterschiedlich. Ja, und der nächste Punkt, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich habe tatsächlich die 1000 Abonnenten geschafft, geknackt und bin jetzt über die magische Zahl der 1000 Abonnenten drüber hinweg. Ja, mir macht das immer noch Freude, Videos zu machen. Ursprünglich war es ja mal anders gedacht, meinen Unterricht so ein bisschen aufzumotzen, denn in der Covid-Zeit nur vom Rechner zu sitzen und virtuellen Unterricht zu gestalten und Selbstgespräche zu führen, ja, wollte ich so ein bisschen auch nochmal was anderes machen. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Patrick Kallert, ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. So, kommen wir nun zur mündlichen Prüfung. Das ist ja der Schwerpunkt meines heutigen Videos. Erstmal zu den Rahmenbedingungen der mündlichen Prüfung. Ja, Sie haben in der Regel alle schon die praktische Prüfung abgeschlossen. Sie haben in der Regel auch schon die schriftliche Prüfung abgeschlossen. Und hier muss Schule eben halt gucken, wo, in welchem Bereich haben Sie Ihre praktische Prüfung absolviert. Haben Sie zum Beispiel in der stationären Langzeitpflege, also in so einem Altenheim, Ihre praktische Prüfung absolviert, haben wir hier schon mal zwei Punkte. Einmal haben Sie den Versorgungsbereich stationäre Langzeitpflege, wurden Sie geprüft, und Sie wurden im Bereich einer Altersgruppe, in der Regel im geriatrischen Bereich, ab 60 Jahre, im altenpflegerischen Bereich geprüft. Dann wird in der Prüfung der Bereich älterer Mensch und stationäre Langzeitpflege nicht mehr Ihr Prüfungsfallbeispiel sein. Also das heißt, da wo Sie praktisch geprüft werden, in der Altersgruppe und in dem Versorgungsbereich, werden Sie keine Prüfung bekommen im mündlichen. Das heißt, die mündliche Prüfung wäre dann in Ihrem Fall, wenn Sie in der stationären Langzeitpflege, in der Altenpflege wären, wäre dann Pädiatrie, akut, also Krankenhaus, oder Pädiatrie, ambulante Pflege. Es kann aber auch der erwachsene Mensch sein im Krankenhaus oder der erwachsene Mensch in der ambulanten Pflege. Das heißt, Sie bekommen in der mündlichen Prüfung eine Fallsituation, in der Sie noch nicht geprüft worden sind, also in der praktischen Prüfung. Das ist nämlich ganz spannend. Das heißt, wenn Sie geprüft werden oder wurden in der praktischen Prüfung, können Sie eine Ahnung anstellen, dass der Versorgungsbereich, wo Sie Ihre Prüfung absolviert haben, nicht geprüft wird, sondern ein anderer Versorgungsbereich geprüft wird, und die Altersstrukturgruppe wird auch nicht dieselbe sein, sondern eine andere. Ja, weiter zu den Rahmenbedingungen. Also diese mündliche Prüfung dauert so circa 30 bis maximal 45 Minuten. Zur mündlichen Prüfung haben Sie eine angemessene Vorbereitungszeit.
Also wir machen hier 20 Minuten Vorbereitungszeit. Prüfungsgespräch kann sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Also in manchen Schulen erwartet man, dass sie einen Vortrag halten. Das heißt, sie haben einen hohen Redeanteil und halten ein Referat, einen Vortrag zu ihrer Fallsituation und den entsprechenden Fragestellungen. Oder es kann ein Prüfungsfachgespräch sein, so dass eben halt eine Intervention, Kommunikation zwischen zu prüfenden Personen und Prüfer eben halt dann stattfindet. In der Prüfung ist es so, dass eine Protokollantin, Prüfer und noch ein Prüfer zugegen sind, sie nicht durch unterschiedliche Räume tingeln müssen und für bestimmte Kompetenzbereiche unterschiedlich geprüft werden. Das heißt, es ist ein Prüfer da, der Sie eben halt zwischen 30 und 45 Minuten lang in der Prüfung begleitet und Sie entsprechend prüft. Ja, was sind denn eigentlich die Prüfungsinhalte? Wie Sie wissen, gibt es ja diese 5 Kompetenzbereiche in der generalistischen Pflege. Und in der mündlichen Prüfung werden auch bestimmte Kompetenzbereiche entsprechend abgeprüft. Ich gucke auf meinen schlauen Zettel. Es ist einmal der Kompetenzbereich 3. Der Kompetenzbereich 3 beschäftigt sich mit intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten, verantwortlich gestalten und mitgestalten. Hier geht es um ärztliche Anordnung zum Beispiel, interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen ist hier ein Thema. Ja, wie sieht das bei uns aus? Also hier werden wir sehr viel Wert auf den Bereich der Krankheitslehre, Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, ärztliche Anordnung, also Therapie, Medikamente, Diagnostik. Sie wirken ja auch mit bei der Diagnostik. Das nimmt hier dann einen hohen Stellenwert mit ein. Das heißt der Kompetenzbereich 3. Dann wird der Kompetenzbereich 4 mit abgeprüft. Das ist der Kompetenzbereich, wo es um Gesetze geht, Verordnung geht, Leitlinien geht. Also hier sind Gesetze ein großes Thema, ne, wie zum Beispiel Betreuungsrecht kann durchaus ein Thema sein. Oder freiheitsentziehende Maßnahmen können hier ein Thema sein. Was kann hier aber auch noch ein Thema sein? Ist Qualitätsmanagement, also ne, die Qualität der Pflege, wie kann die erhoben werden und so weiter. Ja, somit haben wir einmal den Kompetenzbereich 3, ärztliche Anordnung, Arbeiten im interdisziplinären Team und dann den Kompetenzbereich 4, das ist Qualitätsmanagement und Gesetze. Dann haben wir zu guter Letzt den Kompetenzbereich 5, das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen und berufsethischen Wertehaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen können. Ja, und da legen wir einen großen Wert auf das zum Beispiel berufliche Selbstverständnis. Ne? Also wie sehen Sie sich in der beruflichen Rolle als Pflegenden? Da geht es natürlich auch um Fortbildung, Weiterbildung, Qualifizierung. Da geht es um, ja, zum Beispiel, ab wann ist man denn eine Pflegeexpertin oder Experte. Da gibt es die Kompetenzstufen zum Beispiel nach Benner. Hier geht es aber auch um Belastungssituationen, zum Beispiel in der Pflege. Es kann das Thema Stress mit drin vorkommen. Es kann das Thema auch Burnout oder Mobbing drin vorkommen. Also hier sind unterschiedliche Bereiche möglich. Ja, bei uns ist es so, dass Sie, wie gesagt, eine komplexe Fallsituation bekommen und dann fallorientiert die Situation vorstellen anhand von unterschiedlichen Fragen, die im Vorfeld in der Vorbereitungszeit von Ihnen bearbeitet werden können. Denken Sie aber daran, es ist keine schriftliche Prüfung. Ja, Sie sollen das jetzt nicht wie in einer Klausur ausformulieren, sondern die Vorbereitungszeit auf die mündliche Prüfung dient letztendlich dazu, entsprechend sich Stichpunkte zu machen und die Fragen nacheinander, also die jeweiligen einzelnen Kompetenzbereiche, dann abzuarbeiten. Ja, das dann dazu, die arbeiten Sie dann ab.
kommen dann in die mündliche Prüfung, ja, und je nachdem, wie es aussieht, na, Sie können einen Vortrag halten, dass Sie die Fragen dann im Rahmen eines Vortrages dann entsprechend beantworten. Bei uns können Sie die Tafel mitnutzen, Sie können Flipchart nutzen, falls Sie was visuell auch noch darstellen möchten. Das bleibt Ihnen letztendlich überlassen. Ja, das so dazu. Dann habe ich noch so ein paar Tipps. Ja. Mein erster Tipp ist, sagen Sie sich immer wieder, der Prüfer ist mir wohlgesonnen, auch der möchte gern, dass ich die Prüfung bestehe. Na, viele haben ja die große Sorge und Angst, oh Mensch, der Kallert ist ja so streng und der möchte mich am liebsten unbedingt behalten, noch länger behalten, über die Ausbildungszeit hinaus. Ich sage immer, mein Gott, was für eine Arroganz, dass die Auszubildenden glauben, dass die Lehrer sie unbedingt behalten wollen. Nein, wir wollen sie nicht behalten. Wir wollen, dass sie bestehen und wir wollen, dass sie zeigen, dass sie laufen können, selbstständig laufen können und letztendlich dann auch verabschiedet werden können. Wir wollen sie nicht behalten. Nein, wir wollen auch das entnehmen, was sie uns erzählen, um entsprechend Punkte und gute Noten zu verteilen. Wir wollen sie nicht behalten. Das ist also erstmal ein Grundsatz, ja, auch der Prüfer ist mir wohlgesonnen, auch der möchte gerne, dass ich die Situation bestehe. Das nimmt vielleicht schon mal so ein bisschen Druck und auch Angst. Viele sagen, dass sie die mündliche Prüfung am schwierigsten finden. Also ich persönlich finde die mündliche Prüfung nicht am schwersten, sondern eigentlich eher praktische Prüfung, weil die Situationen in der praktischen Prüfung können mal unvorhergesehen sein und Sie müssen adäquat, flexibel auf spontane, unvorhergesehene Situationen eingehen können. Da kann schon allerhand auch passieren. Das ist nun mal so, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Dann finde ich die schriftliche Prüfung auch nicht so ganz einfach, weil da sitzen Sie ganz alleine vor Ihren Fragen und haben diese Fragestellung. Keiner kann Ihnen da helfen, keiner kann Sie darin unterstützen. Sie müssen selbstständig, ganz für sich allein diese Fragen beantworten. Ja, und da bietet tatsächlich die mündliche Prüfung durchaus Vorteile. Wie gesagt, der Prüfer ist Ihnen wohlgesonnen, der möchte auch, dass Sie Ihre Prüfung bestehen. Wenn Sie mal eine Frage nicht verstanden haben, können Sie sagen, können Sie mir die Frage noch mal anders erklären? Habe sie so jetzt nicht verstanden. Machen Sie sich auch keine Sorgen, wenn Sie die Fragen zum Beispiel nicht chronologisch abarbeiten können, weil Ihnen vielleicht eine Fragestellung nicht geläufig ist. Dann stellen Sie die erstmal zurück und vielleicht kommt dann im Verlauf wieder das Wissen, um diese Frage zu beantworten. Was auch sehr wichtig ist, sprechen Sie. Hören Sie nicht auf zu sprechen. Erzählen Sie alles, was Sie wissen. Seien Sie nicht minimalistisch oberflächlich. Denken Sie daran, die Prüfungszeit sind 30 bis 45 Minuten. Wir können da auch 30 Minuten sitzen und uns anschweigen. Das wird furchtbar. Also versuchen Sie, so viel wie nur möglich zu erzählen. Kommen Sie nicht aus dem Sprechen heraus. Wir entnehmen das, was wir brauchen, um Ihnen entsprechend die Punkte zu geben, um entsprechend dann auch eine Note zu finden, die Ihnen denn da weiterhilft. Was schlimm ist, wenn Sie aufhören zu sprechen. Und noch viel schlimmer ist es, und das ist ja manchmal so, wenn man unter Anspannung oder Druck dann auch steht, dass man denn zumacht, dicht macht. Ach, Herr Kallert, weiß ich nicht, kann ich nicht. Warum jetzt? Hören Sie auf, mich zu fragen. Ja, dann ist tatsächlich die Situation äußerst schwierig und dann kann ich auch mit unterstützenden Fragen und zirkulären Fragen Sie nicht mehr auf den Weg hingeleiten, um Sie durch die Prüfung zu begleiten. Das heißt, hören Sie nicht auf zu sprechen, sprechen Sie, erzählen Sie alles das, was Sie kennen und wissen, schmücken Sie das durchaus auch ein bisschen aus. Denn 30 bis 45 Minuten ist die Prüfungszeit. Ja, fällt mir noch was ein zum Thema mündliche Prüfung. Ich gucke noch mal eben hier auf meinen schlauen Zettel. Nee, eigentlich nicht. Doch, vielleicht noch mal so eine praktische Situation, wie so eine Prüfung aussehen kann. Machen wir mal so eine fiktive Fallsituation.
Was haben wir denn da? Wir haben einen Menschen mit einer Leberzirrhose bei C2-Abusus zum Beispiel. Na, da wird der Patient in dem Fall vollumfänglich vorgestellt, sein Trinkverhalten wird vorgestellt, dann wird eben halt das Krankheitsbild der Leberzirrhose, befindet sich im Krankenhaus, zeigt Vigilanzminderung in der Fallsituation, hat auch noch einen familiären Kontext. Sie befinden sich schon im 12. Dienst, ne, haben vielleicht Schaukeldienst, früh spät, früh spät, früh spät, das schon 12 Tage, können es kaum erwarten, dass sie dann auch mal ein freies Wochenende erleben. So, und wenn wir jetzt diese Kompetenzbereiche dahin anwenden würden, geht es ja los mit dem Kompetenzbereich 3 zum Beispiel. Und hier würden wir uns dann wünschen, dass Sie zum Beispiel umfangreich das Krankheitsbild, ich würde aber noch einen Schritt zurückgehen, erstmal die Anatomie, Physiologie der Leber machen und daraus die Pathophysiologie, also das Krankheitsbild der Leberzirrhose mit den sogenannten Leberhautzeichen und die Komplikationen der portalen Hypertension zum Beispiel, Ösophagus-Varizen, dann haben wir Aszitis, wir haben Leberhautzeichen, wir haben Gerinnungsveränderungen und so weiter. Ja, das mache ich jetzt gerade spontan. Das können Sie dann eben halt strukturiert, indem Sie die Vorbereitungszeit haben, dann ja auch aufzeigen. Das heißt, die erläutern dann das Krankheitsbild, haben die Anatomie, Physiologie dazu. Wir haben ein bisschen Diagnostik auch, wie findet man überhaupt heraus, dass Ösophagus-Varizen da sind. Wir haben den Kontext, das ist der akute Versorgungsbereich, also Krankenhaus. Und wir haben hier einen Herrn im erwachsenen Alter mit einem C2-Abusus. Ja, kann ja eine Ursache sein für eine Leberzirrhose. Jo, nun ist dieser Mensch in der Fallsituation motorisch äußerst unruhig, hat Halluzination, weil er im Krankenhaus keinen Alkohol kriegt, keinen Stoff kriegt. Er könnte ja in ein Delir rutschen. Und dann haben wir die Situation, wie gehen wir denn damit jetzt um? Er ist desorientiert, zeigt keine Krankheitseinsicht, möchte das Krankenhaus verlassen. Freiheitsentziehende Maßnahmen. Na, hier wäre dann die rechtliche Situation auch gegeben. Freiheitsentziehende Maßnahmen. Was sind denn freiheitsentziehende Maßnahmen? Und wann dürfen wir überhaupt die Grundrechte eines Menschen schneiden und eine freiheitsentziehende Maßnahme umsetzen durch ärztliche Anordnung oder durch gerichtliche Anordnung? Also ein schönes Thema könnte man hier mit einbauen. Und zu guter Letzt haben wir ja die Situation, Umgang mit herausforderndem Verhalten im pflegerischen Kontext, im Alltag. Ne, Gewalt in der Pflege wäre hier zum Beispiel ein schönes Thema. Das wäre dann der Kompetenzbereich 5, wo es dann eben halt wissenschaftliche Erkenntnisse, wo es um das berufliche Selbstverständnis auch geht. Nun, haben Sie im 12. Dienst natürlich auch enorm Stress. Ja, was heißt denn überhaupt? Was ist Stress? Welche Stressvarianten gibt es? Welchen Stress würden Sie wohl in der Situation erleben? Was können Folgen vom chronifizierten Stress sein? Was können Sie für sich tun, um eben halt präventiv für sich zu sorgen, auf sich zu achten, um keine Stresserkrankung zu bekommen? Ja, das war jetzt mal so fiktiv, wie es aussehen könnte. Jetzt habe ich auch diverse Fragen schon formuliert. Das wäre ein Beispiel. Ja, und so sieht es ungefähr aus vom Aufbau. Wir haben eine Fallsituation, die sehr umfangreich ist. Wir haben die unterschiedlichen Kompetenzbereiche, die es gilt abzuarbeiten. Und da dürfen Sie dann im Rahmen eines Vortrags oder wir führen eben halt ein Prüfungsfachgespräch, sodass Sie dann eben halt auf die jeweiligen einzelnen Fragen eingehen und wir hierzu auch nochmal entweder Verständnisfragen stellen oder Vertiefungsfragen stellen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein mit dem heutigen Video zur mündlichen Abschlussprüfung in der generalistischen Pflegeausbildung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und noch viel besser wäre, wenn ihr das noch nicht getan habt, mein Video nicht, sondern meinen Kanal zu abonnieren, um weitere spannende Videos nicht zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute und falls ihr in Prüfungssituationen euch befindet, viel Erfolg, ich drücke euch ganz fest die Daumen. Bis dann, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe.